Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das war eine echte Überraschung für Gideon, als er dieses Wort hörte. Er hatte sich versteckt vor dem Feind und war am Arbeiten. Und es war eine schwierige Situation im Volk, weil der Feind oft gekommen war, um zu rauben und zu stehlen. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du das erlebst, gerade jetzt im Moment, dass der Feind dich beraubt und bestiehlt. Das Neue Testament in Johannes 8 spricht davon, dass das die Strategie des Feindes ist, dass er immer kommt, zu rauben, zu stehlen und zu morden. Gideon dachte darüber nach, was er in seinen Möglichkeiten denn ausrichten konnte gegen so einen starken Feind. Aber Gott gibt ihm einen Auftrag. In Richter 6 lesen wir davon. Gott sagt: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Ich werde mit dir sein. In diesem Auftrag Gottes, da passiert die Wende in Gideon selbst. Er hängt sich nicht mehr an seinen eigenen Möglichkeiten auf, sondern er hängt sich an Gott. Gott wird mit ihm sein. Gott wird ihm vorangehen. Gott wird ihm die Strategien geben, die er braucht, um dem Feind zu widerstehen. Wenn du dich selbst nicht so siehst, dass du ein Held bist oder siegreich oder tapfer gegen den Feind anzugehen, der dich jetzt im Moment so stark bedrängt, dann möchte ich dir noch ein anderes Wort mitgeben, was in Joel 4 steht. In Vers 10 lesen wir: Der Schwache sage, ich bin ein Held. Sprich das über dein Leben aus, was das Wort Gottes sagt. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Schau nicht auf deine Möglichkeiten und auf deine Kraft, so wie Gideon es empfunden hatte, sondern schau auf Gottes Möglichkeiten und auf seine Kraft. Der Kranke sage, ich bin ein Held. Der Depressive sage, ich bin ein Held. Der Entmutigte, der Schwache, der einfach sich selbst minderwertig empfindet, sage, ich bin ein Held. Steh auf, indem, dass du ein Held bist, der gegen den Feind agiert, der sich gegen den Feind stellt, der dem Feind widersteht. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Ich wünsche dir, dass du das heute ganz neu in dein Leben reinnimmst. Proklamiere das, sprich das laut aus, wenn du selber wenig Glauben im Moment empfindest. Gottes Möglichkeiten, seine Kraft regieren in deinen Umständen. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Gott hat mehr für dich.